Hallo und willkommen zu DIZ. Da rennt schon wieder einer. Ich kann meine Waffen nicht nehmen. Was ist los? Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Ich bin alleine unterwegs auf einem Hardcore-Server. Da ist schon wieder einer gerannt. Alter, die müssen sich hier irgendwo alle umnieten. Ich weiß nicht, ob ich da hinlaufen soll. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt in der Aufnahme. Wahrscheinlich schon. Lauter Bambis. Ja, die laufen natürlich dann alle da an der Zuglinie zurück. Okay. Die spawnen da wahrscheinlich alle am Hafenbecken. Im Hafenbecken. Vorne da in der Stadt. In Schieß mich tot, ich weiß nicht, wie sie heißt. Boah, was ist denn da los? Okay. Boah, das ist schon ein bisschen stressig, wenn man die ganze Zeit auf Spieler trifft. Das ist die gleiche Aufnahme-Session oder ich nehme es am gleichen Abend auf. In der gleichen Nacht auf wie das letzte DZ-Video, bei dem ich alleine unterwegs war. Wo ich so ein bisschen erklärt habe auch, warum so lange jetzt nichts mehr kam. Boah, ich muss hier voll aufpassen. Mit der Schrot bin ich hier einfach saumäßig anfällig. Dann rennt da schon wieder einer. Ja, ich habe jetzt einfach Lust, noch ein bisschen zu spielen und warum soll man das nicht aufnehmen, wenn man es aufnehmen kann? Deswegen nehme ich jetzt auf, weißt du? Ich meine, es war jetzt letzte Runde, war ja auch was Interessantes. Sehr interessant, sehr spannend. Ich hatte Schiss ohne Ende, ich habe auch jetzt Schiss ohne Ende, nachdem die letzte Runde wirklich wir Kontakt mit mindestens 3 Spielern hatten. Wahrscheinlich haben wir noch welche übersehen. 2 von denen sind mir nachgerannt. Einer hat mich K.O. geschlagen das letzte Mal. Das war ein Erlebnis, hey. Ich wundere mich, dass ich hier jetzt noch laufen kann. Muss ich ernsthaft mal sagen. Ich bin so unglaublich froh. Oh Mann, Mann, Mann. Ich meine, okay, es ist ein Hardcore-Server, aber deswegen gehe ich doch trotzdem nicht ständig... Liegt doch trotzdem nicht ständig alles drauf und dran, dass ich über das über die Kimme geschrotet werde, über das Korn gelegt. Ihr wisst, was ich meine. Kimme ist ein bisschen falscher Ausdruck in dem Fall. Heißt ja auch Arschritze oder Arschloch. Weil dass ich zerschrotet werde wie so ein Singvogel. Ich vermute, dass die sich alle bei den Airfields zermöbeln. Das habe ich jetzt letztes Mal schon angedeutet. Und ja, deswegen werde ich das Airfield einfach großräumig umgehen. Ich bin mit der Schrotflinte da auf keinen Fall für ausgerüstet. Und wenn mich ein Sniper auf die Distanz erwischt, gerade auf dem Airfield, pff, ja, ne? Also, kann auch mit dem Fähnchen winken. Habe ich etwa die gleichen Überlebenschancen? Wahrscheinlich noch höher. Deswegen werde ich jetzt einfach mal gucken, dass ich da irgendwie einigermaßen heile durch die Stadt durchkomme, hier oben im Norden. Und ja, wo ich genau hinlaufen will, weiß ich noch gar nicht. Ich will allerdings vermeiden, irgendwie total blind zu laufen, damit Adrelius zum Beispiel mal zu mir stoßen kann. Von daher werde ich mich so an eine gewisse Route halten, dass ich eine gewisse Orientierung habe. Und dann dürfte das alles einigermaßen klappen. So. Das heißt, schon wieder Obacht. Okay, also da ist gerade schon Bambi vorbeigerannt. Ich vermute, dass hier, wie gesagt, dass sie sich ständig umbringen. Und diese nördliche Stadt ist ja auch ein relativ prominenter Respawn-Ort geworden seit den letzten Updates. Von daher muss ich hier schon aufpassen. Ich könnte mir vorstellen,
dass hier ein paar Bambi-Hunter rumsitzen. Also Leute, die halt auf frisch gespawnte losgehen. Und die können natürlich auch mir gefährlich werden, auch wenn die vielleicht... Da liegt eine Axt, wundert mich. Nur ein Gewehr oder sowas haben, sie können mir mit einem, mit nur eine Pistole oder sowas haben. Eine Pistole ist natürlich auch tödlich. Auch wenn ich eine Schrot habe. Auf die Distanz. Mich mit der Schrot ja nicht halb so viel auszurichten. Wie eine andere Waffe. Ich höre schon wieder lauter Geräusche, ey. Richtig, Carlos, eigentlich will ich hier gar nicht sein. Ich sollte hier auch gar nicht sein. Ich sollte mich einfach verpissen. So. Sonnenbrillen. Was ist denn das? Ein Hockeyschläger. Wundert mich, dass hier noch so viel ist. Fuck, bin ich angespannt. Nicht angebrannt. Nee, okay. Ich werde mich einfach auf der... an der westlichen Grenze dieser Stadt halten. Das ist mir zu gefährlich. Und in Busch hängen bleiben. Ist immer eine gute Idee, im Busch hängen zu bleiben, weil da ist man nicht so auffällig. Und da ist man auch gar nicht angreifbar oder sowas. Echt? Habe ich alles auf College gelernt, Alter. Und ich stelle mal kurz den Timer, während ich durchrennen, wird schon nichts passieren. Dann baue ich mich da kurz hin, drehe mal den Timer hoch auf. Ja komm, 40 Minuten passt schon. Wird es mal 20 Minuten Folge wieder. Ich bräuchte halt eigentlich mal einen größeren Rucksack, aber ist mir zu riskant hier. Problem ist auch, dass die Frames so scheiße sind. Komm, da gucken wir kurz rein. Vielleicht bekommen wir ein Medic Pack. Fuck, ey. Painkiller. Salinbag für. Da habe ich gar keinen Platz, alles. Pristine One. Ne Mist, mehr geht wohl nicht. Essen auf keinen Fall hier drin jetzt. Abgesehen davon, dass ich in Realität in der Situation jetzt gar nichts runterbringen würde. Das ist einfach zu gefährlich. Ich muss die Waffe wegstecken, dann hätte ich keinerlei Deckung. Das ist die Polizeistation. Fuck, 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 okay. In die Polizeistation könnte ich halt eine SKS finden, aber ich habe keine SKS-Munition, nichts. Eine Mosin. Liegt da eher selten. Von daher macht es auch keinen Sinn, da zu bleiben. Höchstens Krankenhaus, aber das ist halt auch mitten in der. Total zentral einfach. In der absoluten Mitte. Insofern habe ich darauf auch nicht wirklich Lust. Wir lassen die Stadt hinter uns kommen. Alles andere war Selbstmord. Puh, okay. Überlege ich gerade, wo laufe ich denn hin? Nee, Airfield, großes Airfield habe ich keine Lust. Ich könnte da jetzt zwar hinlaufen, wäre ich in der Folge auch noch da, aber darauf habe ich keine Lust, ist mir zu gefährlich. Eigentlich ist alles zu gefährlich. Oh Gott. Gott sei Dank war das nur ein Zombie. Ich muss da runter.
Also da vorne könnte das kleine Airfield kommen. Könnte wohlgemerkt, ich habe keine Ahnung. Ach komm, lass uns da hochlaufen. Ich laufe einfach da hoch. Scheiß drauf, sonst spielen wir mit Adrian und Atreus halt. Adrian und Atreus sind auch zwei total verschiedene Personen. Ja, ja, die sind gar nicht die gleichen. Nö, nö. Okay. Ich denke, da vorne in dem kleinen Häusle kann ich dann mal ein kurzes Päuschen machen. Und dann verpflege ich mich mal. Boah. Fuck, so angespannt war ich schon lange nicht mehr in DayZ. Ist halt doch ganz was anderes, wenn man alleine spielt. Ganz ein anderes Feeling. Und das habe ich irgendwie vermisst. Das heißt irgendwie, das habe ich tatsächlich vermisst. Dieses Aufregende. Können wir die Tür hier zumachen? Nein. Okay. Und dann haben wir noch irgendwo Getränkedosen? Gar nichts mehr. Okay, dann muss ich wohl mal die Flasche leer machen. My body feels bad. Kann ich noch irgendwas? Ja, gut, da haben wir wieder ein paar Bugs. Komm. In welchem Zustand ist die eigentlich? Was war jetzt das? Was hat denn das so geblitzt? Trinkst noch einen Schluck und dann sollte ich wieder die Waffe in die... Was ist das? Okay. Geht's da lang weiter. Lauf einfach mal dahinter zu diesem... Diese Überdachung, mal gucken, das schaut aus wie ein Bauernhof. Da unten ist nach wie vor die Stadt noch. Immer noch die Stadt. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie so groß ist. Ich bin tatsächlich neu. Vielleicht ist es auch eine andere Stadt. Vielleicht gucken wir da kurz runter. Also nicht runterlaufen, sondern einfach mal so kurz runterlooken. Und ich meine, es sind ja doch relativ viele Spieler. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass wir da jemanden treffen, überall. Worauf ich jetzt tatsächlich nicht so scharf bin. Aber es ist halt doch wesentlicher Bestandteil des... Beziehungsweise was heißt, wie ein... der Kontakt an sich ist ja noch kein wesentlicher Bestandteil. Ist ja kein wesentlicher Bestandteil. Die Möglichkeit eines Kontaktes. Allein die Möglichkeit macht es ja saumäßig spannend, dass man immer... Gerade wenn man alleine ist in einer perversen, in einer permanenten Grundanspannung ist. Also ich kann das gerade gar nicht beschreiben. Ich bin es ja nicht so wie bei einem Referat früher oder sowas. Also jetzt habe ich ja schon Ewigkeiten nicht mehr 5. Klasse oder sowas. Da war ich immer unheimlich nervös beim Referat. Nicht die Nervosität, sondern einfach so eine Anspannung, so ein gewisser Adrenalinstand. Okay, da unten ist einfach dann die Landstraße zu der nächsten großen Dorf. Dann laufen wir mal da entlang. Das ist nichts Besonderes, okay. Ich meine, ich habe ja relativ gute Reserven noch. Sogar einen Revolver, mit dem ich nichts machen kann. Ich habe keine Ahnung, was da für eine Muni reinpasst. Weiß auch Wiki nichts. Da vorne kommt schon wieder ein Dorf. So, Augen offen halten. Hä? Okay. Ja. Wo ist das Dorf geblieben? Ah, das ist in die Richtung. Ich will eigentlich auf die Straße zurück.
Ja, es scheint schon da zu sein. Ja. Scheint so ein Dorf zu sein, das Dorf, was ich gesehen habe. Komm, dann gehen wir mal da im Busch rein. Nachdem ich alleine bin, brauche ich nicht unbedingt die Hauptstraße zu nehmen. Wir erinnern uns an die 5. oder 6. War es die 7.? An eine der ersten Folgen DayZ, die ich auf meinem Kanal hochgeladen habe. Das sind Doni und Tenny. Danny und Toni. Atreus. War Atreus auch dabei? Ich weiß es nicht. Also Danny und Toni auf jeden Fall. Und ich war halt noch dabei. Wir sind da auf der Hauptstraße nach Elektro reingelaufen. Oder Cello? Weiß es nicht. Wir waren noch relativ Anfänger. Wir hatten es kaum noch kaum gespielt. Und plötzlich war einfach zack, Death Screen. Und stand da, du bist erschossen worden, beziehungsweise ich war tot. Das war damals echt ein Schock. Also ich war da vorher auch schon mal immer wieder umgekommen, aber das ist im Moment nach wie vor immer noch extrem, ja, irgendwo schockierend. Man geht auch da sehr emotional ran an die ganze Ausrüstung, die man sich zusammen hamstert. Richtig verstörend, ja, richtig, richtig verstörend. Richtig heftig. Was? Oh. Ach komm, scheiß auf das Gemlight. Mal das Magazin rein. Dann hätte ich jetzt mal schon mal die Munition. Auch für eine Waffe mit einer größeren Reichweite und höheren Präzision. Fehlt nur noch die Waffe. Ja. Dann ist auch die Frage, macht es Sinn, dann die Schrot wegzuhauen, weil für die Schrot habe ich doch halt sehr viel Muni. Und ich bin eigentlich auch nicht so auf PvP aus, muss ich ehrlich zugeben. Gerade alleine. Ja. Und es kommt mir nicht und sagt, das ist ein PvP-Spiel und so weiter. Nein, ist es nicht. Das ist ein Überlebensspiel. Ein Survival-Titel. Und der primäre Sinn und Zweck eines Survival-Titels ist es definitiv nicht. Boah, hier aus dem Gras raus. Ist es definitiv nicht, sich vorsätzlich über den Haufen schroten zu lassen. Mhm, okay, okay, okay. Da liegt der Auspuff. Das ist ein Dings, das brauchen wir aber alles. Da ist eine Schaufel. Warte, aber nichts Brauchbares. Da stand noch vorne eine Pepsi, die könnte ich mal kurz trinken. War die nicht da drin? Ja, die war da drin. Da steht ein Feuerlöscher. Drink. Oh Gott, hoffentlich sieht mich da jetzt niemand. Aha, ist das toll. Nee, es war gar keine Pepsi, es war eine Nutella-Cola. Ein leuchtendes Gemlight. Oh, guck mal, Munition. Okay. Komm mal. Mist, Mist, Mist. Oh, guck mal, da haben wir noch was. Das könnte ich auch mal austrinken, noch kurz. Wieso ducke ich mich nie? Ich bin so unglaublich dumm. Eigentlich müssten wir jetzt schon drum betteln, erschossen zu werden. Einfach aus Prinzip. Weil so dumm. Nimm. Dumm wie Stroh. Was macht man damit eigentlich? Ach, das ist ja alles voll. Ich bräuchte eigentlich einen größeren Rucksack, ne? Hemden. Hier war ich doch schon überall, denke ich. Ja, da war ich schon überall. Hm.
Ah, da drüben geht es noch weiter. Das ist natürlich schön. Das ist ja schön, das ist toll. Was haben wir denn da drin? Schon ein Baseballschläger. Baseballschläger ist tatsächlich nicht mehr ganz mein Ausrüstungsniveau. Bin ich tatsächlich auch eigen. Alter, 26, 23 Frames. Die Performance haben es halt nach wie vor leider nicht auf die Reihe gebracht. Bin ich gespannt, wie das dann mal am Ende ausschauen wird. Mit der Performance. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mal besser sein wird. Weil halt einfach das alles einzelne Objekte sind. Was liegt nur oben? Hm. Was ist das? Sind ich dann davon schon 30 Schuss, 60 Schuss. Ich kann aber eigentlich auch nichts wegwerfen. Nichts wegwerfen kann ich. Oh, guck, guck. Revolvermund. Na, die behalte ich mal. Macht eigentlich keinen Sinn, jetzt noch irgendwie Munition einzupacken. Ich bräuchte jetzt mal noch eine anständige Zweitwaffe. Eine brauchbare. Ich kann mich jetzt mal hinsetzen. Und hier einfach etwas schalemmen. Mhm. Open und eat all. Sag mal, friert der jetzt immer noch? Ich hätte in den Busch gehen sollen. Naja, naja, naja. Puh, okay. Dann packt man auch das da ein. Da könnte ich eigentlich direkt davon noch was essen. Komm. Lass mich an die Dose ran. Dann halt nicht. Da hat irgendwas geknistert. Naja. So, ich setze mich daher. Und wünsche euch jetzt einfach mal an dieser Stelle noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da. Ich hoffe, es war spannend für euch. Und wir sehen uns das nächste Mal in der Überlebenswelt bei DayZ. Bis dann und ciao.